willkommen hier bei der Geldfrau zum Interview. Heute ist Christian Röhr zu Gast von Dividendenadel. Christian ist das, was man einen aktiven Investor nennt. Also er kauft Aktien von Unternehmen. Er ist nicht in ETFs investiert? Doch, natürlich. Okay. Auch in ETFs investiert, aber etwa 100 Unternehmen hast du Aktien im Portfolio? Ein paar mehr, wobei ich nicht aktiv herumtrade. Aktiv nur in dem Sinne, dass ich die Position natürlich schon verfolge, aber nicht jetzt herumdaddel. Okay, also nicht hin und her. Nein, das macht die Taschen leer. Genau, haben wir von Jessica Schwarzer gelernt. Wir sind hier auf dem Kapitalgipfel und Christian hält gleich einen Vortrag über das 4D-Prinzip. Anlageprinzip, Investitionsprinzip, ne? Demut, Diversifikation, Disziplin und Dividende. Mir geht es um die Demut. Was meinst du mit Demut beim 4D-Prinzip? Ja, die Demut ist zunächst mal, dass wir als Anleger von diesem hohen Ross herunterkommen müssen, auf das wir uns selber setzen, aber natürlich auch gesetzt werden von der Finanzindustrie, die uns ja immer den Eindruck vermitteln will, Märkte sind zwar wahnsinnig schwierig und das ist eine riesig komplexe Materie und die Zeiten waren noch nie schwieriger, aber es gibt ganz, ganz viele Geheimrezepte, mit denen man sich trotzdem ganz super bewegen kann und man hat ganz viele Erkenntnisse, wie vielleicht Kurse laufen, was sich wirtschaftlich tut. Und da muss ich sagen, nach meiner Erfahrung von über 20 Jahren Börse und vielen Analysen, die auch viel weiter zurückgehen, kann man einfach nur sagen, nö, wir wissen erstmal nichts. Beziehungsweise wir wissen sehr, sehr wenig und viel von dem, was wir glauben, dass es eigentlich eine Gewissheit wäre, ist am Ende eine Scheingewissheit beziehungsweise ein Versuch, irgendwie Wirklichkeit zu begreifen mit Modellen. Ob du jetzt Volatilität nimmst als Beschreibung von Risiko oder ob du die ganzen Kursprognosen, Unternehmensbewertungen nimmst. Fakt ist, niemand weiß, wo die Kurse morgen hingehen oder wo die Kurse in 3 Monaten stehen. Niemand weiß, was politisch passiert. Niemand weiß, was wirtschaftlich passiert. Und diese Erkenntnisse müssen wir annehmen und wir brauchen als Eingangsvoraussetzung, wenn wir uns mit Geldanlage abseits vom Sparkonto beschäftigen, auf jeden Fall die Demut vor den Märkten, letztendlich akzeptieren, alles ist möglich und wir müssen alles auch in unsere Überlegungen einbeziehen. Alles ist möglich, im Grunde auch wie im Leben, weil im Leben gibt es auch keine Sicherheit. Warum dann an den Aktienmärkten? Genau, aber das wird ja gerne so getan, als wenn man das alles so wunderbar kontrollieren könnte und man muss nur schauen, wenn irgendwo ein gleitender Durchschnitt unterschritten wird, muss man schnell verkaufen und wenn der Indikator von minus 50 auf plus 30 dreht, dann muss man wieder kaufen. Das sind am Ende alles schöne Krücken, die helfen aber jemandem, der langfristig und entspannt investieren will, nicht weiter, außer dieser einen einzigen Wahrheit, nämlich, dass wenn wir über Aktien reden, Aktien zunächst einmal unternehmerische Sachwerte sind und sich in ihrer Wertentwicklung an den Gewinn der Unternehmen orientieren. Will wiederum heißen, solange dieses Wirtschaftssystem Bestand hat, solange es Unternehmen gibt, die Bedürfnisse von Menschen bedienen, solange wird es auch diesen Unternehmen, wenn sie das erfolgreich tun, möglich sein, Gewinne zu erwirtschaften, einen Teil davon an ihre Anteilseigner auszuschütten und den anderen Teil zu reinvestieren, um damit den langfristigen Wert weiter zu steigen. Das ist eine der ganz wenigen Gewissheiten, die wir wirklich mitnehmen dürfen. Ganz kurz, oder kannst du ganz kurz erklären, wonach du Unternehmen dir raussuchst, um sie als Aktie langfristig länger als 15, 20 Jahre zu halten? Ja, ein ganz wesentlicher Punkt ist für mich die Dividende. Das klang eben schon an. Unternehmen, die in der Lage sind und auch so weit reif sind, nicht mehr nur herumzuschauen, herumzuprobieren, sondern ihren Aktionären auch etwas zurückzugeben. Nämlich in Form einer Gewinnbeteiligung, die nennt man Dividende, deshalb das Dividendenverhalten, wie zuverlässig wird gezahlt, wie gut wird die Dividende nachhaltig verdient, wie wird sie gesteigert und was steht da für eine Rendite. Diese 4 Punkte sind für mich initial das, was ich prüfe und auch das, was ich beobachte, wenn ich Unternehmen im Portfolio habe. Das Schöne ist, Dividende wird in der Regel
nur einmal im Jahr gezahlt. US-Unternehmen stückeln das zwar meist auf vier Tranchen, ne? Aber ja, die Entscheidung fällt einmal. Das heißt, das zu beobachten ist eine relativ entspannte Sache, denn Geldanlage soll ja nicht in Arbeit ausarten und soll ja auch kein Hobby werden. Und soll auch nicht so viel Stress bereiten. Ne? Genau. Das heißt, du guckst vor allen Dingen nach der Dividende. Du sagst nicht, also dieses Unternehmen finde ich toll, weil die machen so tolle Produkte. Ja, habe ich auch. Ja, dafür habe ich mein sogenanntes Spaßdepot. Ne? Weil man wird ja in Zeiten dieses Information Overkills ständig geflutet mit coolen Sachen. Ne? Und dann, wenn man auch an sich, wie ich bin, konsumfreudig ist, man entdeckt immer was Cooles. Hey, eine GoPro-Cam. Oh, GoPro ist an der Börse. Zack, Aktie muss ich haben. Fitbit, ja, hatte ich früher auch, dieses Armband. Kann man die Börse? Also musste ich haben. Netflix, coole Sache, muss ich auch haben. So, aber das ist natürlich ein pures Sammeln, pure Begeisterung. Einfach das Interesse an Wirtschaft, das Interesse an Story, das hat nichts mit wirklich systematischer Geldanlage zu tun. Deshalb habe ich mir vor einigen Jahren wirklich dieses Spaßdepot zugelegt. In all das, was ich so irgendwie cool finde, kommt dann so ein bisschen Kohle rein und dann lasse ich das einfach mal laufen. Und dann hat man halt die Situation, dass man davon profitiert, dass Aktien maximal 100% fallen können, aber durchaus um viele 100% steigen können. Sprich, also eine Facebook oder eine Netflix erlaubt einem dann viele schöne Fehltritte, wie beispielsweise GoPro oder Fitbit, die ja richtig unter Wasser liegen. Nachhaltigkeit, spielt das für dich eine Rolle, wenn du dann dir Unternehmen anguckst? Du guckst nach der Dividende und dann gehst du ja wahrscheinlich tiefer ins Unternehmen rein. Ich möchte natürlich, Nachhaltigkeit ist wahnsinnig wichtig. Das ist für mich eines der ersten Kriterien, wenn ich über zuverlässige Dividendenzahler spreche. Ich möchte, dass das Unternehmen nachhaltig Mehrwert generiert. Ich möchte nicht solche wilden Sprünge drin haben. Unternehmen, die heute mal gerade ein Modeprodukt haben, gerade ganz gut laufen, aber dann in zwei Jahren keine Perspektive haben. Also GoPro ist so ein Beispiel. Mhm. Das ist ja keine nachhaltige Geschäftsbasis. Das sieht man auch hier. Und natürlich auch generell bei der Produktauswahl, wie gesagt, ich habe auch den einen oder anderen ETF dabei. Da ist mir sehr, sehr wichtig, dass auch das gerade im Bereich der Branchen und Themen nicht irgendeine Mode ist, sondern wirklich ein nachhaltiger Megatrend, wie zum Beispiel Biotechnologie, wie zum Beispiel Digitalisierung oder Robotik. Aber was die Industrie uns ansonsten bisweilen hier als Megatrend kredenzt, von so singulären Geschichten wie 3D bis hin dann zu so hybriden Themen wie Blockchain, die man überhaupt gar nicht richtig mit Investments abseits der Penny-Stock-Ecke fassen kann, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil ja auch mein Ziel nachhaltig ist. Für mich ist es ja sehr wesentlich, weil ich nach dem Verkauf meines Unternehmens im Wesentlichen von Vermögenserträgen lebe und da ist natürlich entscheidend, dass insbesondere die Cashflows, sprich die Dividenden fließen, von irgendwas muss ich ja mein Brötchen kaufen, ich will ja nicht ständig Aktien verkaufen und das ist die Art von Nachhaltigkeit, die ich existenziell brauche. Ich weiß natürlich, dass das eine Definition von Nachhaltigkeit ist, die man auch anders sehen kann. Häufig ist ja Nachhaltigkeit, Sustainability, Umwelt, Gendergerechtigkeit. Was ist denn, dann müsste doch ein Waffenhersteller im Grunde ein sehr nachhaltiges Unternehmen sein. Ja, also muss ich sagen. In deiner Definition. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bei den großen Waffenherstellern, Rüstungsunternehmen würde ich es mal eher nennen, seit langer Zeit engagiert. Lockheed Martin beispielsweise, ein sehr, sehr gut geführtes, langfristig erfolgreiches Unternehmen. Wir müssen an dieser Stelle sicherlich die Trennung machen zwischen Nachhaltigkeit in meiner Interpretation und Nachhaltigkeit mit Blick auf ethisch-ökologische Kriterien. Das sind Kriterien, die jeder für sich subjektiv selbst definieren muss. Wo ist die Grenze? Für mich spielt dieses Thema bei meinen Investments keine Rolle, außer einem einzigen Punkt. Ich habe früher Rohstoffzertifikate auch aktiver und verkauft. Nicht Gold und Silber, also Edelmetalle sind letztendlich Währung, aber ich rede also wirklich über Soft Commodities, also Agrarprodukte, aber auch über Industriemetalle. Das habe ich seit über 10 Jahren nicht mehr angefasst. Grund dafür einerseits die Produkte, die es gibt, haben natürlich auch systemische Mängel, weil sie eben gar nicht zur Spekulation gedacht sind, sondern sind für die Produzenten gedacht und die Investmentnachfrage sorgt nicht unbedingt dafür, dass das Leben für die Produzenten einfacher wird. Das ist die einzige rote Linie, die ich ziehe. Im Aktienbereich ziehe ich aber keine ethisch-ökologische Richtlinie. Das muss aber jeder für sich selber beantworten. Man sollte nur wissen, je strenger die eigenen Kriterien sind, umso weniger Unternehmen
bleiben am Ende wirklich übrig. Und man ist, wenn man sehr strenge Kriterien anwendet, dann auch sehr schnell im Bereich von Spezialwerten. Das muss übrigens nicht schlecht sein. Ja. Wir haben 2001, als ich also noch in voller Action war im Investment Banking, für die BNP Paribas zusammen mit Öko Invest einen Index kreiert, Umweltethik 24 hieß der. 24 Unternehmen, die auch wirklich strengsten ethisch-ökologischen Kriterien standhielten und überdies ihr Geschäft im Bereich Ökologie, klassische Nachhaltigkeit gemacht haben. Mhm. Und da muss ich zugeben, da waren einige Brüller damals durchaus in dieser Startzusammensetzung dabei. Unternehmen, die damals noch keiner kannte, hierzulande beispielsweise Whole Foods, vor einigen Monaten von Amazon übernommen worden, oder auch nach wie vor sehr erfolgreiche Wessanen aus den Niederlanden, ein Anbieter ökologischer Lebensmittel. Mhm. Nur man muss sich darüber im Klaren sein, man hat dann unter Umständen Klumpen im Depot und die Auswahl, einfach Branchenklumpen, Sektorklumpen, teilweise auch Länderklumpen, weil es in manchen Ländern da doch Häufungen gibt. Und das schlägt sich dann auch vielleicht im Anlageergebnis nieder. Wie würdest du denn das sehen? Hat man denn als Aktieninvestor überhaupt eine Chance, mit seiner Aktienentscheidung zu sagen, also ich gehe tatsächlich nur in Unternehmen, die Nachhaltigkeit in meinem Sinne leben, also eben Unternehmensführung oder bestimmte Umweltschutzstandards. Kann ich denn damit etwas bewegen bei den Unternehmen als Aktionär? Als Privataktionär ist das natürlich schwierig. Also wenn du jetzt sagst, also du kaufst jetzt keine Daimler-Aktien und keine VW-Aktien mehr, weil bei denen mit diesem ganzen Dieselskandal, haben die spätestens ausgespielt, ist das deine Definition, ob die deswegen jetzt nicht mehr betrügen, das ist jetzt die andere Sache. Ja. Aber man sieht natürlich schon den Trend, dass institutionelle Anleger, also insbesondere öffentliche Pensionskassen, aber auch kirchliche Investoren, die ja viel Geld verwalten, einfach auf Druck ihrer Versicherten, ihrer Mitglieder zunehmend dieses Kriterium ethisch-ökologischer Nachhaltigkeit berücksichtigen, dass sie bevorzugt zum Beispiel in Sustainability-ETFs investieren. Und natürlich die Unternehmen sind demzufolge, weil sie ja diese Aktionäre gewinnen wollen, auch bestrebt, ein solches Sustainability-Nachhaltigkeitssiegel zu erhalten, damit dann diese Investoren da reingehen. Nur, man muss sich darüber im Klaren sein. Wir reden über Investoren, die Milliarden und Abermilliarden unterbringen müssen. Die brauchen natürlich eine ausreichende Aktienauswahl und dann geht man halt hin und macht einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, man nimmt also aus jeder Branche für so einen Nachhaltigkeitsindex das Unternehmen, was unter Berücksichtigung verschiedenster Kriterien am nachhaltigsten ist. Das ist dann zum Beispiel in der Ölindustrie etwa eine Royal Dutch. Es gibt aber Leute mit einem ganz strengen Nachhaltigkeitsfokus, die sagen, nee, also sorry, Ölförderung per se kann nicht nachhaltig sein. Das ist das Gleiche, es gibt ja auch die Reflexion dann im religiösen Bereich, wenn wir das Riesenthema Islamic Finance anschauen, da haben wir zum Beispiel das Zinsverbot, weshalb da zum Beispiel Banken ausscheiden. Alles, was irgendwie zinsgetrieben ist. Dafür aber sind die an anderer Stelle, insbesondere was zum Beispiel Pharmazie angeht, wo natürlich Christen wieder ein Problem haben, sie entspannt. Also es hängt wirklich sehr, sehr stark von den Kriterien ab. Wenn man als Einzelner etwas bewegen möchte oder zumindest Teil sein möchte einer Bewegung, kann ich nur empfehlen, bei der einen oder anderen Hauptversammlung durchaus mal hinzugehen, wenn einem da irgendwas auf den Nägeln brennt, und sich nicht beschweren, dass der Mitarbeiter irgendwo in der Filiale unfreundlich war, sondern ganz klar, wie das hier auch ein paar kleine Verbände kritischer Aktionäre tun, auf diese ökologischen Missstände hinzuweisen. Das schafft zumindest Publizität. Du beschäftigst dich ja viel mit deinen Unternehmen. Was bewegt die denn letztlich, ihr Verhalten in der Unternehmensführung zum Beispiel oder auch im Umweltschutz mit Umweltstandards zu ändern? Naja, also Umweltschutz ist ja heutzutage nicht nur eine ethische Sache, das ist ja zunächst mal eine gesetzliche Verpflichtung, aber es ist ja natürlich auch vielfach
wenn man es richtig umsetzt und gut macht, ein Treiber für gutes Geschäft. Es gibt eine ganze Reihe an Dienstleistungen rund um Umweltschutz und dass unsere Umwelt heute sicherlich, gerade hier in Deutschland, vielfach in einem besseren Zustand ist, also vor 30, 35 Jahren, liegt ja auch an wirtschaftlicher Innovation. Ich meine, also ich erinnere mich, als ich so 5, 6 Jahre alt war, mit meinem Opa durch den Wald gegangen bin, da war jeder Baum irgendwie mit so einem Ring gefärbt. Ja. Und dann die Roten waren die schon tot waren, die Orangenen, die sollten innerhalb von 2 Jahren sterben und die Gelben, die waren in 5 Jahren weg. Und ich habe mir damals gedacht, Mensch, wie soll das mal sein, wenn ich mal Abitur mache, gibt es dann keinen Wald mehr. Naja, jetzt laufen wir rum und wir haben so viel Wald wie zuvor. Das hat natürlich damit zu tun, man hat damals überdramatisiert, aber es hat auch einfach Dinge gegeben, die sich zum Positiven geändert haben. Und zwar auch, weil Menschen fähig sind, Innovation zu machen. Und das kann ein Riesengeschäft sein. Ja, und als Konsumenten. Ja, natürlich. Ja, als Konsumenten können wir auch natürlich ein ganz gewaltiges Wort mitreden. Und es ist natürlich so, bestimmte Produkte werden nicht mehr angeboten oder werden verbessert, wenn der Konsument sagt, nö, das ist für mich nicht nachhaltig. Da reden wir nicht nur über ökologische Produktion, sondern da reden wir natürlich insbesondere auch über gesündere Lebensmittel. Das ist sicherlich die nächste Bewegung. Und wir sehen das jetzt schon bei den großen Lebensmittelkonzernen weltweit. Die haben teilweise Labors und Inkubatoren gegründet, wo sie Unternehmen, die ja mit kleinen Initiativen neue Lebensmittelproduktionen aufbauen, unterstützen. Weil sie sehen einfach, der Konsument möchte nicht mehr nur diesen Massengeschmack haben. Auch das ist getrieben von wirtschaftlichen Faktoren, aber das ist gut so, davon profitieren wir. Die letzte Frage. Wenn ich in Aktien investieren möchte, in Einzelaktien, wie fange ich an? Was muss ich wissen, um zu investieren, um anzufangen? Es ist ja eine Lernkurve, man fängt ja nicht an und weiß alles. Du hast seit wie vielen Jahren bist du investiert? Seit 30? Ja, ich habe meine erste Aktie 1991 gekauft. Ja. Im zarten Alter von 15. Da musste meine Mutter noch den Depotauftrag unterschreiben. War übrigens nicht sehr nachhaltig. Also, wie fange ich an, wenn ich sage, okay, ich finde das interessant, ich würde auch gerne Dividenden haben, mich interessieren Unternehmen. Wo fange ich an, wie bilde ich mich, um auch relativ schnell, sag ich mal, auf einen guten Stand zu kommen? Zunächst muss man eine Gesamtvermögensstrategie festlegen. Das ist immer die Frage, wie viel Willen hat man jetzt zum Investieren? Will man monatlich etwas sparen? Da ist natürlich ein sehr guter Einstieg immer ein Fonds oder ein Indexfonds, dass man sich einfach an das Wesen des Aktienmarktes gewöhnt hat. Das ist eigentlich so der Standardeinstieg und der macht auch Sinn, dass man einfach mal 1, 2 Jahre überhaupt etwas macht. Das finde ich viel besser, wenn jemand sagt, hey, ich fange jetzt einfach mal an, lege was zurück, also 100 € in einem ETF-Sparplan. Und das lasse ich einfach mal 2 Jahre laufen und gucke mir das an, dass ich ein bisschen Gefühl dafür kriege, wie reagiere ich auch selber auf die Schwankungen am Aktienmarkt, kann ich mich unabhängig machen von diesem ganzen Geschrei, was da drumherum ist, sondern einfach mir immer vergegenwärtigen, hey, es sind Unternehmen und ich bin an diesen Unternehmen beteiligt. Und dann kann man irgendwann auch den Weg gehen, wenn auch vielleicht ein bisschen mehr Vermögen da ist, wenn man sagt, also ich möchte jetzt vielleicht meine Sparrate erhöhen, man kann auch Aktien besparen, man kann auch mal sagen, okay, ich will das einfach mal testen, ich mag beispielsweise Louis Vuitton Handtaschen und LVMH ist an der Börse, dann kann man sich ja auch heute mal für 1.000 € so eine LVMH-Aktie kaufen, kriegt man 3 Aktien dafür. Und ich finde das ja immer interessant, Leute tun sich bisweilen sehr leicht zu sagen, hey, ich kaufe mal irgendwas Wertvolles, ja, weil irgendwie müssen die Produkte ja abgesetzt werden. Ich gebe auch gerne 800 € für ein Handy aus von Apple, aber 800 € für eine Aktie, ja, warum nicht? Warum denn nicht? Also das Handy ist in 2 Jahren Fratze, das will keiner mehr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in 2 Jahren Fratze ist, die ist nun doch deutlich geringer. Die Aktie wirft Geld ab und sollte nach Möglichkeit langfristig auch mehr wert werden. Gut, man kann nicht damit telefonieren, aber dann tut es vielleicht auch ein einfaches Handy. Genau. Nur deshalb, also wenn man dann den Einstieg in den Aktienmarkt finden will, nachdem man sich schon mal an Börse mit so einem ETF gewöhnt hat, macht es natürlich Sinn, so mal die erste Aktie auf Basis von Konsumentenerfahrung oder natürlich auch von Berufserfahrung
zu kaufen. Also meine Mutter habe ich irgendwann auch für Aktien begeistert. Sie ist Ärztin und es waren die ersten Aktien, die sie gekauft hat, waren Aktien aus dem Bereich der Medizintechnik. Aha, ja, sie hat also ihr Leben lang Schrittmacher gelegt und folglich Medtronic war es. Und sie hat das bis heute nicht bereut und erfreut sich an den Dividenden. Da kennt sie sich aus in der Branche. Deine beste Börsenweisheit, also die sinnvollste, sag ich mal, deine Lieblings- oder zwei, wenn du dich nicht... Oh Gott, also da ist natürlich Jessica Schwarzer mit ihren Börsenweisheiten. Genau. Also meine Liebste ist natürlich Hin und Her macht Taschen leer, weil das auch wieder dieses Thema Nachhaltigkeit ist. Und meine andere liebste Börsenweisheit ist keine klassische Börsenweisheit, sondern ein Spruch, der, glaube ich, von Harry Truman, dem ehemaligen US-Präsidenten, kommt. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also wenn es in der Küche zu heiß ist, bleib draußen. Einfach nur als Hinweis darauf, ja, Aktien schwanken. Und wenn man diese Schwankungen nicht aushalten soll, dann soll man... will und kann, dann soll man es auch bitte lassen und soll sich nicht unter den Druck setzen lassen, hey, du musst jetzt unbedingt Aktien haben. Und eins auch nicht vergessen, es gibt ja noch was zwischen, ich habe nur ein Sparbuch und ich habe 100% meines Vermögens am Aktienmarkt. Man kann ja auch einfach mal den C reinstecken und das ist ja etwas, wozu du deine Leser und Hörerinnen natürlich auch ermutigst und das ist eine tolle Sache. Genau. Schönes Schlusswort. Christian Röhr von Dividendenadel. Danke.